Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zum zweiten Mal zu Dämonikon. Ich habe gerade, irgendwie hat keiner was gesehen. Also ich habe was gesehen, der Rest hat aber nichts gesehen. Trotz meiner neuen Brille hat niemand was gesehen. Und dabei wurde festgestellt, ich wollte nämlich gucken, was wir für ein Questlog haben. Und habe festgestellt, dass wir in Kapitel 1 uns befinden und noch 4 Kapitel vor uns haben und Kapitel 1 noch nicht mehr abgeschlossen ist. Und ich dachte schon, wir wären fast durch mit dem Spiel, so von wegen, jetzt kommt der Klimax, ne? Und jetzt geht's aber Rambazamba. Ja, nichtsdestotrotz, wir müssen wohin? Da geht's nicht raus. Auch nicht. Da. Namtlitana. Na, werde ich wieder angegriffen, oder? So, haben wir überhaupt, also wir könnten, wenn wir wollten. Also die Monitore sind gut entfernt. Also ich kann sowohl so als auch so vernünftig drauf gucken. Das ist gut so. Siehst du, dir ging es nicht anders. Ich dachte, wir sind durch. Weiß nicht, will ich die anderen hier haben? Achso, das war ja nochmal so ein Special hier. Ach, jetzt haben wir nichts mehr. Schade, schade. Achso, na, okay, gucken wir mal. Bis jetzt ziehen wir uns ja eigentlich Hauptstory durch, ne? Wir schauen mal. Ich habe mich auch schon gewundert, dass wir hier. Wir hätten ja sonst niemals die Ränge und so, ne? Theoretisch. Ja, ich habe mich ja verskillt, JP. Aber so wie jetzt auch. Ab zum Krallenmoor. Genau. Auf dem Weg ins Krallenmoor dachte Kairon über die Geschehnisse nach. Was wollte die mächtige Zauberin Azzaril ausgerechnet von seiner Schwester? Was hatte Falk gemeint, als er im Sterben lag und von den finsteren Seiten der magischen Gabe und den Erwachten gesprochen hatte? Die Antwort konnte Kairon nur bei dem mysteriösen Verkünder finden, der einst die Siechenden aus Wahrung geführt hatte und der sich in einem Dorf namens Farnfeld aufhalten sollte. Einem Mann namens Gamat. Vom Mittagsmenü oder von der Garde? Soll ich ihn in die Garde bringen? Ja. Ist irgendwas.
Gänsefleisch was empfehlen. Ja. Attention, please, ne? Sieht aber geschunden aus. Aber jetzt Hammer des Todes oder was? Ich glaube ja. Es geht. Den jetzt hast du es aber gegeben. Danke, Mann. Reo aus Warung? Woher kennst du mich? Rike hat dich erwähnt. Oh nein, die denkt immer noch an mich. Sie meinte, du wärst ihr Geliebter. Und sie scheint dich sehr zu vermissen. Hör zu, sie hat das alles falsch verstanden. Ich bin nicht ihr Geliebter. Du bist dem Exodus gefolgt. Weil du an der Seuche erkrankt bist, oder nicht? Ehrlich? Nein, ich habe nur so getan, als würde ich dazu gehören. Ich wollte bei meiner Latika sein. Verstehe. Und wer ist Latika? Die schönste Frau der Welt. Sie ist eine Auserwählte, musst du wissen. Was für eine Auserwählte? Und was machst du hier überhaupt? Latika wurde auserwählt, ins Paradies überzutreten. Und ich folge ihr bald. Deshalb melke ich hier die Spinnen. Du melkst Spinnen? Aus der Spinnenseide machen wir Schmuck. Für die große Zeremonie des Heiligen Mannes. Das erleichtert den Übergang ins Paradies. El Loco. Wer ist Latika? Latika ist der Grund, warum ich überhaupt hier bin. Ich liebe sie, über alles. Sie folgte dem Heiligen Mann in den Sumpf und ich bin mitgegangen. Ich habe alles zurückgelassen für sie. Auch Rike, ein anderes Mädchen in Wahrung. Und nun ist Latika als Auserwählte schon ins Paradies vorgegangen. Und ich bete jeden Tag, dass ich ihr folgen darf. Was ist das für ein heiliger Mann? Er heißt Garmat und er vollbringt große Wunderdinge. Ein heiliger Mann? Wirklich? Er ist ein Erlöser. Er lindert das Leiden der Auserwählten. Und wenn sie bereit sind, geleitet er sie ins Paradies. Was für ein Paradies? Das Paradies ist ein Ort der ewigen Glückseligkeit. Garmat war schon dort, darum kann er beurteilen, wer reif ist für den Übertritt. Hat dieser Heilige keinen mutigeren zum Melken gefunden als dich? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Ich wollte ihn und Ulef beeindrucken. Ulef ist der Vater meiner geliebten Latika. Keine gute Idee. Weißt du, es ist nicht einfach, wenn man nicht zu den Auserwählten gehört. Irgendwie muss ich Ulef überzeugen. Und dafür benötigst du Spinnenseide? Ja, aber ehrlich gesagt, ich glaube, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Und was habe ich davon? Vielleicht kann ich dir irgendwie helfen. Im Sumpf, meine ich. Ich suche zwei Frauen, die nach Farnfeld gereist sind. In einer edlen Reisekutsche? Die waren da. Ulef weiß sicher mehr. Dann muss ich zu Ulef. Du besorgst mir die Spinnweben und dafür bekommst du das Losungswort für den Torwächter. Nimm die Hängebrücke zu den Höhlen im Nordosten. Ruban sagte immer, dass es dort die besten Spinnweben gibt.
bevor er von diesen Biestern gefressen wurde. Ah, told you. Okay, tschüss. Bis später. Reiner Alkohol. Muss ich wieder hoch? Tatsache. Hier ist ein anderes hoch. Immer die ganzen Kisten, die verteilt hat. Danke. Der Tote trägt einen Zettel bei sich. In ekligen Grün steht drauf: Ruban, du bist aufbrausend, aber dein Mut zeichnet dich aus. Trotz deiner wiederholten Frechheiten sollst du eine weitere Gelegenheit erhalten, ein Auserwählter zu werden, so wie dein Bruder Rovan. In Wahrung hast du dich gebrüstet, jedem Gardisten den Schurz vom Gesäß stehlen zu können. Es sollte dir also ein leichtes sein, genügend Spinnenseide für ein halbes Dutzend Gewänder zu ergattern. Das letzte dieser Gewänder soll Rovan erhalten, auf das sein Übertritt ins Paradies ohne Schwierigkeiten stattfinden möge. Enttäusche ihn und mich besser nicht noch einmal, G. Punkt. War klar. War sowas von klar. Oh, jetzt sind wir. Hat sie wieder gepikst. Eine von einem Spinnenwebel. Das ist gut. Die anderen hatten keine Spinnen. So, gib Losungswort. Fantastisch, du hast die Spinnenweben. Bald werde ich bei meiner Latika sein. Ich muss jetzt wirklich weiter. Wie gesagt, ich bin auf der Suche nach jemandem. Kein Problem. Wenn du nach Farnfeld kommst, sagst du einfach die Losung. Die Prüfung sei unser, die Gnade sei mein. Danke, Rio. Sprich in Farnfeld am besten mit Ulef, dem Dorfvorsteher. Der wird dir sicher weiterhelfen. Bis später. Oh, was ist Mucke? Der Frosch. Oh, das sind keine Frösche. Ah.
die Spinnen machen auch gemeinsame Sache hier. In den Felsen eingeritzt steht Makra, stirb. Diese Worte wiederholen sich mindestens ein Dutzend Mal. Wer immer das geschrieben hat, muss sehr wütend gewesen sein. Wahrscheinlich wütend auf Makra. Oh, das ist nicht Makra, oder? Okay, ich habe Sommerkleid und ein Totenband, okay. Gut. Und wieder der Alkohol von Rainer. Ah, dann ist das ein Suffkopf. Ach komm. Boah, du wieder so groß. So wird die Schule aus. In dem Baum hat jemand das Symbol alte Liebesgöttin Raya geschnitzt. Liebste Rike, ich liebe dich für immer und ewig. Rio. Auf einmal. Na, wer seid ihr? Oh. Es waren nix. Oh, was ist das? Das zerfledderte Reisetagebuch eines gewissen Adeptus Loro Lütger Krakel.
Notable Häufung dämonisch mutierter Kreaturen. Die Sumpfex in dreierlei Färbung, offenbar fortpflanzungsfähig, bisweilen toxisch. Vermutlich Connexio zu Pandaimonium-artigen Wucherungen in homogener Distribution. Als Zentrum ein semi-agromotischer Baumwüßlung. Klingt schlüssig, diese Analyse. Das waren nur Pflanzen. Langsam ist es zu vorhersehbar. Och komm, immer diese großen. Kann ich mich einfach mal belassen lassen? Zieht sich das jetzt immer so durch? Wir gehen, kämpfen, gehen, kämpfen, gehen, kämpfen, kämpfen, gehen, gehen, kämpfen. Weil ich könnte ja auch auf dem Weg bleiben, aber wäre es jetzt einfach. Da muss ich hin. Ja, ich finde, das Fahrrad ist gut. Macht mich ein bisschen intelligenter, habe ich das Gefühl. Ist so eine ganz exotische. Ich glaube, ich brauchte schon die schlimmsten Gläser überhaupt. Ist klar, der Optiker will auch verdienen. Ja, ich mache keinen Vorwurf. Aber, ich sag's mal drastisch so, es ist schlimm, dass man auf Rezept Zuckerkügelchen verkauft kriegt, ne, oder geschenkt bekommt, aber das, was wirklich hilft oder eben halt eine Behinderung aushebelt, das muss man zu 100% bezahlen. Ein bisschen fies. Man merkt wahrscheinlich an den leichten, durchsickernden Informationen, dass ich kein Freund von Homöopathie bin. Nicht zu verwechseln mit Naturheilkunde. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Sag mal, kommen wir damit wieder zurück, Tatsache. Das war das. Ich muss mich bloß dran gewöhnen, weil die Brille hat jetzt nicht so eine klassische Nasenbupsel, weil die sind immer, machen immer Abdrücke logischerweise, egal wie groß die Dinger sind, sondern da liegt es mehr oder weniger komplett auf, aber ja, also ich will es ja nicht, also bevor jemand, also Naturheilkunde, worauf ich hinaus will, dass natürlich, es gibt ja nicht umsonst Heilkräuter, die zumindest einen erwiesenen Effekt haben. Das heißt nicht, dass die absolute Heilmittel oder so sonstiges sind, ne, aber sie haben einen erwiesenen Effekt. Und auch Psyche, beziehungsweise wie moralisch ich eingestellt bin und so weiter, hat natürlich sehr wohl irgendwo einen Effekt. Ja, wenn ich mich freue, ist natürlich was anderes, als wenn ich dann Trübsal blase oder so. Dass da natürlich auch viel Krams dabei ist oder Überdramatisierung steht außer Frage. Mir geht es bloß darum, dass das andere ist halt, geht nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Ne? Das meine ich damit.
Naturheilkunde ist was anderes. Vor allem, ich gönne mir erstmal ein bisschen, weiß ja nicht, 1 zu 7000 Dinosaurier-Pipi oder so. Halt, Fremder! Die Prüfung sei unser, die Gnade sei mein. Woher kennt ihr unsere Losung? Sprecht! Was ist hier los? Wer ist dieser Fremde? Ich bin ein Freund von Reo. Er sagte, ihr könntet mir helfen. Dann seid uns willkommen, Fremder. Was können wir für euch tun? Hier waren zwei Frauen. Ich muss wissen, wo sie hin sind. Ich verstehe. Ihr wünscht, dass die Gemeinschaft euch... Oh, bitte nicht doch helfen, der Gemeinschaft. Und in den heimtückischen Sümpfen ist die Gemeinschaft ein hohes Gut, nicht wahr? Ja, natürlich. In einer Gemeinschaft tut eben jeder etwas für das große Ganze. Also, was soll ich tun? Macht euch verdient um die Gemeinschaft. Wenn der heilige Mann das nächste Mal den Quell des Lebens besucht, wird er euch belohnen. Was ist der Quell des Lebens? Der Quell des Lebens. Ihr habt sicher die Säule am Himmel bemerkt. War schwer zu übersehen, aber was passiert dort? Die Auserwählten schreiten hinüber ins Paradies. Wann immer es soweit ist, findet eine große Zeremonie statt, in der ihnen der heilige Mann den Weg weist. Wie wird man auserwählt? Der Weg dorthin ist schmerzensreich. Alles beginnt mit roten Pusteln und Beulen, die sich stetig dunkler färben bis ins Tiefschwarze. Toll. Es folgt hohes Fieber und in einigen Fällen auch keuchender Husten. Klingt wie die Seuche in Wahrung. Am Ende wird man schwach und stirbt. Die Schwäche ist ein Zeichen, dass sich der Geist vom Körper lösen will. Dieser Zeitpunkt ist sehr wichtig. Wer die Bürde bis dorthin getragen hat, gehört zu den Auserwählten. Aha. Die Wahrunker sterben, weil ihnen das niemand offenbart. Und weil sie keinen Quell des Lebens haben. Doch Gammat kennt den rechten Zeitpunkt und nennt die Auserwählten. Er weist ihnen den Weg in den Quell. Und so gelangen sie direkt ins Paradies. Und das glaubt ihr wirklich? Wir zwingen niemanden. Doch glaube mir, es ist vernünftiger, als es dir scheinen mag. Dieser Gammat, hat er wirklich euch alle von der Seuche geheilt? Wir sind gesegnet. Die Male zeichnen die Körper der Auserwählten. Gammat, der heilige Mann, hat uns dies offenbart. Die Unwissenden nennen es eine Seuche. Doch wir wissen, dass die Bürde der Auserwählten mit dem Paradies belohnt wird. Und welche Rolle spielt ihr dabei, Ulef? Ich packe mit an. Ich bin so glücklich. Ich leite die Gemeinschaft, während Gammat über unsere Seelen wacht. Wieso ist die Gemeinschaft ausgerechnet hier gelandet? Dies hier ist ein guter Platz. Schon die mächtigen Alhania haben hier gesiedelt. Ihr meint die Alhani, habt ihr schon das den uralte Quell des Volk Lebens mit den mächtigen Zauberinnen, die ganze Inseln mit ihrem Willen bewegen konnten? Ein reisender Händler erzählte mir einmal von ihnen. Ja, ein altes Volk, das sich auf vielerlei Künste verstand. Sie herrschten über ein großes Reich und sollen sogar mit den Goblin-Horden Friedensverträge gehabt haben. Bis die Rondrianer sie unterwarfen und vertrieben. Mag sein. Bis heute schwemmt der Sumpf alte Scherben oder Trümmerteile nach oben, die sie zurückließen. Aber nichts von Bedeutung. Ich habe gehört, dass ihr eine Tochter namens Latika habt. Ja, Latika ist meine Tochter. Es geht ihr gut. Was soll ich für die Gemeinschaft tun? Es gibt eine große Zeremonie am Quell. Wir brauchen noch dringend Holz für die Masken. Ich soll mich beweisen, indem ich für dich Holz hacke? Es gibt fast nur dämonisches Holz im Sumpf. Ihr werdet verstehen, dass der heilige Mann die Seelen beim Übertritt ins Paradies nicht in Gefahr bringen will. Wir haben schon das halbe Dorf ans Krallenmoor verloren. Die Ruinen sind völlig von seinem bösen Einfluss durchdrungen. Im Westen, jenseits der Palisade. Wir wagen uns nicht dorthin. Zu viele Untote. Die Wasserleichen sind besonders gefährlich. Aber im Schlamm stecken noch ein paar Karren, mit denen wir aus Wahrung kamen. Ihr Holz ist neu genug, dass man es verwenden kann. Dann werde ich mich mal aufmachen. Wenn ihr mit unverdorbenem Holz zurückkommt, suchen wir alle nach Spuren dieser Frauen. Dafür werde ich sorgen. Okay.
Schändler ist und bleibt eine Geweihte. Ihr wollt etwas für Farnfeld tun? Nee. Sehr gut. Wir können jede Hilfe brauchen. Das ist doch, stimmt, habt ihr schon den Quell des Lebens gesehen? Ja. Gegen jedes Unheil ist ein Kraut gewachsen. Und Waffen habe ich auch. Spuren musst du. Oh, der hat kein Geld mehr. Upsala. Oh, guck mal hier. Wurfdolche. Die definitiv besser sind. Ah, die angelegt sind, kann ich nicht verkaufen. Fünf Gewandtheit. Aber den LE-Bonus gibt's nicht, also behalten wir das Ding. Giftstachel, okay. Was ist hier? 3 Prozent, 3, 2 plus 1. Brauchen wir nicht, ist alles das, was wir aktuell mehr oder weniger haben. Aber hier Hose. Wir haben bloß Beinschienen. 1, 1. Effektivität. Gibt es ja noch einen AU-Bonus. Die kaufen wir. So. Hier haben wir einen Ring. Den nehmen wir mit. Wir haben. Schauen wir mal. Sehr gut. Ring, Verlobungsring, Zungenlöserring. So. Sehr gut. Was haben wir noch als Kette? Wir haben als Kette Lebensenergie. Passt schon. Sehr gut.